Wasser hat eine besondere Ausstrahlungskraft. Ich glaube, ich bin so ein richtiger Wassermensch. Ich schaue gerne aufs Wasser, egal zu welcher Jahreszeit oder welcher Tageszeit. Es kann die Abenddämmerung sein, ein Sonnenuntergang über dem Wasser oder eben auch am Morgen. Ich kann ins Wasser hineinspringen und mich freuen und schwimmen und tauchen mit Lust. Ja, den ganzen letzten Sommer zum Beispiel über bin ich wieder jeden Tag in Seen geschwommen, sei es in Schweden oder auch hier in Franken. Wasser ist schon etwas ganz Besonderes, oder? Da kommt doch kein Sekt mit und kein Bier, keine Cola und kein Energydrink. Wasser ist ganz klar. Es schmeckt nach nichts. Und darum schmeckt es doch irgendwie nach allem, nach Leben. Es ist die einzige Flüssigkeit, die wirklich Durst löscht. Ohne Wasser könnten wir nicht leben. Wie schön ist es, unter einer Dusche zu stehen, einer richtig kalten, erfrischenden, genauso schön eine warme Badewanne im Winter. Wenn du aus dem Garten kommst oder handwerklich gearbeitet hast, kannst du den Schmutz und Staub von den Händen abwaschen. Mit Wasser. Ja, Wasser ist etwas Besonderes. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich mit einem Freund in einem Wald in der Nähe meiner Heimatstadt eine kleine Quelle in einem Bach entdeckt. Das war so schön anzusehen, wie es so ganz leicht sprudelte und weißer Sand dabei immer nach oben getrieben wurde. So oft sind wir mit den Fahrrädern dorthin gefahren und haben allein den Anblick an dieser kleinen Quelle genossen. Auch unsere Tummlerquellen im Trockental bei Heroldsmühle sind so wunderbar anzuschauen. Oder die kleine Werntalquelle. Ich freue mich einfach auch am Fließen der Leinleiter hier durch das Leinleitertal, an den kleinen Brunnen, die es überall gibt, wo Wasser plätschert. Auch die Bibel ist voller Verweise auf das Wasser und auf die Bedeutung des Wassers. Da schreibt ein betender Mensch, der König David, dass Gott die Quelle des Lebens ist. Das ist ein tolles Bild. Da denke auch ich an eine sprudelnde Wasserquelle. Im 36. Psalm heißt es da, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Wasser benutzen wir in der Kirche, in unserer Gemeinde, wenn Menschen sich taufen lassen. Dann bin ich immer besonders voller Freude. In der Regel haben dann diese Menschen, die die Taufe für sich begehren, schon Schritte mit Jesus gemacht. Sie möchten ihn nicht mehr missen in ihrem Leben. Manche erbitten auch die Taufe für ihre Kinder. Bei einer Taufvorbereitung vor einigen Jahren für einen Jungen im Alter von 12 Jahren hatten wir im Gespräch ganz unterschiedliche Ansichten und Motivationen zur Taufe, die aber gut nebeneinander stehen konnten, sich nicht widersprachen. Eines wurde in diesem deutlich. Wir waren neugierig auf mehr. Dieser Junge hatte Jesus als den Reichtum, als die Quelle seines Lebens entdeckt, sicher mit seinen kindlichen Möglichkeiten, und wollte ihm folgen. So ist es bei vielen Menschen, die Jesus kennenlernen. Sie möchten, dass er immer an ihrer Seite ist, und umgekehrt möchten sie an seiner Seite sein. Folgerichtig haben sie sich, seinem Willen folgend, taufen lassen auf Gottes Namen. Wenn Jesus das will, dass wir uns taufen lassen, dann hat das ja etwas zu bedeuten und ist nicht nur unsererseits ein Bekenntnisakt.
Es ist auch die Besiegelung dessen, was Jesus immer schon für dich empfunden hat und dass er sich für dich hingegeben hat, selbst durch den Tod gegangen ist. Zurück zu diesem Jungen. Er verglich die Taufe mit einer Hochzeit. Er sagte, wenn zwei einander lieben, dann heiraten sie doch. Sie müssten das nicht. Aber sie tun es doch. Beide erklären ihre Bindung. Bei der Taufe ist es vielleicht ähnlich. Ja, das hat mir gefallen, was er gesagt hat. Auch wenn wir vom Hochzeitsmahl des ewigen Lebens in der Ewigkeit sprechen, hat mir doch dieses Bild der kleinen Hochzeit des 12-Jährigen gut gefallen. Taufe also. Tauchen heißt das. Taufen heißt tauchen. Bei der Taufe wird man im Wasser untergetaucht. So lesen wir es in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Symbolisch ist es auch das Übergießen mit Wasser. Das tut man übrigens nicht selbst. Man tauft sich nicht selbst, man wird getauft. Es ist etwas, was an einem geschieht, nicht etwas, was man selber macht. Wenn ich taufe, geht es so weit, dass ich sage, der eigentlich Taufende bin nicht ich, sondern Gott ist es selbst. Gott und der Täufling haben da etwas miteinander und Gott nimmt den Täufling in den Bund liebender Gemeinschaft hinein. Im Bilde gesprochen, der Mensch ohne Gott soll wie im Wasser untergegangen sein. Der neue Mensch soll mit Jesus wieder auftauchen. Was mich von Gott trennt, soll im Wasser versenkt werden. Ein tiefes Symbol, finde ich, der Zwiesprache zwischen dem unendlich liebenden Gott und einem Menschen, der das für sich entdeckt hat und sozusagen den Weg für die Liebe ganz frei haben will. Ein Symbol, in dem der Mensch seinen Glauben und Willen bekennt, mit Jesus leben zu wollen. Zugleich ein Symbol, wie Gott sich zum Menschen bekennt, an seiner Seite zu sein und ihn mit dem auszurüsten, was man für einen Lebensweg mit Jesus, für einen Weg ins Reich Gottes braucht. Wer mit Jesus ernst macht, wird durch ihn ganz neu. Wenn wir dabei an die weitere tiefe Symbolik des Wassers denken, wir brauchen Wasser zum Leben, wir denken an Pflanzen, sie brauchen Wasser für ihr Wachstum, sonst vertrocknen sie. Bei der Taufe eines Kindes sind wir mit solchen schwerwiegenden Aussagen eher zurückhaltender. Vielleicht ist dann eher bei einer Kindestaufe deutlich geworden, dass wir das getaufte Kind in der großen Familie Jesu, also in der Christengemeinde, dabei haben wollen. Dann steht die Taufe sozusagen ganz am Anfang eines Weges. Man sollte Kinder- und Erwachsenentaufe, Entscheidungstaufe und hineinnehmen in den Gnadenbund und welche tiefgründigen Dinge man in der Taufe sonst noch erkennen kann, nicht gegeneinander ausspielen. Jesus allein ist die Wahrheit, die Treue in Person. Und unter dieser Wahrheit gibt es mehrere Wege, zu ihm hinzuwachsen. Mag die Taufe ganz am Anfang stehen, begehrt durch andere, die ein Kind in der christlichen Familie mit dabei haben wollen, oder mag die Taufe auf dem Glaubensweg an einer anderen Stelle stehen, wo ein Mensch bereit ist und in der Lage ist zu sagen, mit dir, Jesus, will ich ganze Sache machen. Wie auch immer, Taufen anderer Menschen machen mir Mut. Als Pfarrer kann ich sagen, ich empfinde es als ein Privileg, beauftragt in der Kirche, in einer Gemeinde taufen zu dürfen und Menschen auf diesem Wegabschnitt begleiten zu dürfen. Ich bin nun schon so lange mit Jesus unterwegs. Da erfrischt es mich,
wie Wasser, zu erleben, dass die Liebe Jesu immer wieder Menschen so erreicht, dass sie ihre Kinder in die Gemeinschaft der Jesusanhänger hineinnehmen wollen oder dass sie ihr Leben selbst bedenken und neu ausrichten. Sie tauchen nicht einfach ab in einer Welt ohne Gott, sie tauchen auf in einem neuen Lebenskontext. Sie tauchen auf neben Jesus. Sie tauchen auf mit Jesus. Ein neues Leben. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung.